Tja, erstens kommt es anders und zweitens als man denkt. Der gute Fipsi dachte, er kann nach Hause gehen in der letzten Folge. Aber es hat sich herausgestellt, dass der Saftgrünturm noch wesentlich mehr Energie braucht, um ihn bis in den Himmel zu befördern. Heißt also, wir dürfen noch 6 weitere Türme machen und wir fangen an mit dem Bienchenturm. Ach, Bienle ist wieder da. Ich habe ihn überhaupt nicht vermisst. Summ, brumm. Schön, euch hier zu sehen. Willkommen im Bienchenturm. Mein Stamm wacht schon seit Ewigkeiten hier. Geputzt haben wir unseren Turm allerdings nicht so oft. Deshalb ist er etwas eingestaubt. Ist keine richtige Musik mehr drin. Aber jetzt, wo ihr hier seid, wird sich das wohl ändern. Lasst den Rhythmus hier wieder fließen. Zum Dank helfe ich euch auch, zur Himmelswelt zu kommen. War ja zu erwarten, dass du sowas sagst. Gut, wir sind dabei. Als nächstes kommt Karateka 2. Noch mehr Karate, noch mehr Training, noch mehr Zeug, mit dem nach dir geworfen wird. Bereit? Und das ohne Übung. Hier handelt es sich um das Game Boy Advance Original mit der Originalmusik. Also, los geht's. Keine Übung, aber es wird nicht schwierig. Und dann noch zu guter Letzt den Stern abgerundet mit Bravour, hat diese Herausforderung gemeistert, meine Damen und Herren. Wenn ich dafür nicht einen Daumen nach oben kriege, dann weiß ich auch nicht, wofür ich einen Daumen nach oben kriege. Deine Schläge haben richtig Wumms und deine Kombos sind beeindruckend. Macht zusammen 95 Punkte. Und ein Superb gibt's dafür. Inklusive 8 Münzen. Macht schon 85. Ich bin voll auf Karate. Und als nächstes stehen wieder die Rhythmobotter an. Rhythmobotter sind gefragt wie nie. Na, Lust auf eine kleine Sonderschicht? Auch hier handelt es sich dann wieder um das DS-Original. Natürlich auch wieder ohne Übung. Die momentanen Folgen werden dann wesentlich schneller vorangehen, weil wir halt nicht mehr so viel üben müssen. Aber es werden noch neue Rhythmusspiele kommen, macht euch darauf gefasst. Beginne Produktion! Let's go! Oh, das war jetzt auch voll schief daneben. Oh.
Meine Güte, da habe ich mir aber einen ziemlichen Patzer erlaubt. Ob ich dafür noch einen Super bekomme, weiß ich ja nicht. Gute Arbeit beim Betanken und die großen hast du gut gefüllt. Macht zusammen 84! Für einen Superb hat es auch gereicht, aber wirklich mit Ruhm bekleckert habe ich mich da ja nicht. Gibt's auch nur 3 Münzen für. Wahres Glück ist ein voller Tank! Da hast du wahre Worte gesprochen, mein Freund. So, Badminton steht wieder auf dem Plan. Weißt du, was den längsten Flug verkürzt? Badminton! Da kommt keine Meile Langeweile auf. Natürlich wieder ohne Übung das Ganze. Soweit so gut. Na, so gut war das jetzt nicht. Ich habe mir ein paar Fehler erlaubt, aber immerhin habe ich den Stern bekommen. Viele exzellente Ballwechsel und Tempowechsel hast du gut gemeistert. Jo, hat gereicht. Keine 90, gibt auch nur 3 Münzen. Okay, 4 Münzen aufgrund des Beatsterns. Aber immerhin. Aus dem Weg, hier wird Badminton gespielt. Im Flugzeug, in der Luft. Bam, bam, bam. Mann, wie mich das nervt. Fallobst ist als nächstes dran. Auf dieser Tropeninsel gibt es auch Obsttreppe. Eine Obsttreppe. Da ist der Urlaub doch gerettet. Das will ich meinen. Also das mit den Orangen und mit den Bieren, diese Fallen, das üben wir aber nochmal. Die Orangen habt ihr toll gefangen und mit Ananas könnt ihr umgehen.
Ach, aber immer noch 91 Punkte. Was mache ich mir denn überhaupt so viel Sorgen? Meine Güte. Münzen 5, 6. Genau 6 Münzen. Wow, wir haben fast 100 Münzen erreicht. Ist doch frischer Obstsaft da? Nein, ihr habt alles weggetrunken, ihr beiden Saufköppe. Alles klar, dann wird es jetzt Zeit für den Bienchen-Remix. Ein wilder Mix aus den vorherigen Spielen. Süß wie Honig fließt der Rhythmus durch dein Blut. Natürlich wieder ohne Übung, da dieser ein Remix ist. Und wir haben noch einen Song mit Lyrics. Das wird ein Spaß. Pfannkuchen mit Honig. Geh weg! Komm nicht wieder! Ich hasse dich. Nein, ich liebe dich. In Wirklichkeit. Gute Rundfangbeherrschung. Und du hast den Beat gut gehalten. 92! Superb! Mit Medaille. Ich liebe Honig. Mein Bäuchlein rumpelt und pumpelt. Und wir haben einen Turm geschafft. Den Bienchenturm. Der Bienchenturm ist wieder so rhythmisch wie zuvor. Der Turm wirkt so zufrieden, dank eurer Mühen. Jetzt muss ich wohl meinen Teil der Abmachung erfüllen. Wecken wir die geheime Kraft des Turms. Sumsalabrum. Bam. Hallo, ich bin's wieder, euer alter Kumpel Schlängli. Ach, Schlängli, wir haben uns ja ewig nicht gesehen. Wie ist es dir ergangen? Links neben dem Schalter für den Meisterzug gibt es eine Besonderheit. Dort findet ihr die Perfekt-Aktionsfläche. Da läuft gerade eine Aktion zur Obstkörbe. Die Regeln sind ein klein wenig anders als sonst. Schaut halt mal vorbei und probiert es aus. Seht ihr ein P auf dem entsprechenden Schaltfläche? Das heißt, dass gerade eine Aktion läuft. Was bedeutet für euch? Jetzt habt ihr eure Chance. Also, ich muss da mal los. Aber man sieht sich. Jo, perfekt werde ich dann erstmal nicht spielen. Ich mache das dann offscreen für mich selbst. Weil dann sehen wir immer wieder die gleichen Minispiele und das ist ja für euch nicht so spannend. Okay, ich würde mal sagen, wo gehen wir als nächstes hin? Oh, wir haben so viel Auswahl. Ich würde mal gerne jetzt irgendwo hingehen, wo neue Rhythmusspiele auf uns warten. Ich glaube, beim Donaturm gibt es neue Spiele. Modi, Mido, Donuts, Donuts, das ist was zählt. Willkommen im Donaturm. Mein Stamm betreut schon seit Ewigkeiten die Fritteusen hier im Turm. Fritteusen? Früher konnte man auch die Spitze des Turms sehen und die sah echt lecker aus. Darum würde ich euch gerne um etwas bitten. Macht, dass die Spitze des Turms wieder zu sehen ist. Gebt ihm seinen Rhythmus zurück. Dann ist er bald wieder so attraktiv wie früher.
dann helfe ich euch gern, die Himmelswelt zu erreichen. Ist schon toll, wenn man weiß, was man will. Oh ja, hier warten neue Spiele auf uns, also werden wir uns dieser Kategorie widmen. Die Rennratten kommen als nächstes. Drei Ratten, eine Katze und ein wenig Käse. Mehr braucht es nicht für eine spannende Begegnung und eine epische Geschichte à la Final Fantasy. Miau! Da habt ihr Angst, was? Schwarze Katze? Gibt nichts Schlimmeres auf der Welt. Hey, Grünschnabel! Ich zeig dir, wie man sich vor der Katze versteckt. Beim ersten Signal A gedrückt halten. Stehen bleiben. Beim nächsten Signal A loslassen. Loslaufen. Also bereit? Dann zeig mir, ob du es drauf hast. 1, 2, 3, 4. Gut, vielleicht schaffst du es echt über den Tisch. Manchmal können wir allerdings kein Signal geben. Also bleib konzentriert und fall nicht aus der Rolle. Das war eine erfrischend kurze Übung. Legen wir los. Achte auf die Signale. Bereit, Grünschnabel? Dann los. Achtung, ab jetzt gibt's keine Signale mehr. Und da ist der sensationelle Haufen Käse. Wir haben es geschafft, meine lieben Freunde. Wir können uns den Wanz vollschlagen, bis wir kotzen müssen. Irgendjemand flüstert, deine Pausen waren perfekt und grandios gestartet. Macht zusammen 94 Points. Na, da freue ich mich aber. Ein Ergebnis, das sich sehen lassen kann, denke ich. Wir müssen eine Familie gründen, um das alles aufzuessen. Ja, das war in der Tat eine Menge Käse. Als nächstes kommt Affengroupies. Popstar wollen viele werden, doch nur wer echte Fans hat, schafft es ganz nach oben. Klatsch mit! Oh, das ist dieser wunderbar kitschige Song aus dem DS-Teil. Ich nehme mal an, der wird auch hier deutsche Lyrics haben. Ah, da freue ich mich drauf. Ich verspreche es euch, wenn ihr ihn noch nicht kennen solltet, der Song ist übelst kitschig. Ihr werdet schon sehen. Oder hören, besser gesagt. Ich hoffe zumindest, er ist deutsch. Der war eigentlich deutsch in der DS-Version. Wir sind der lustigste und lauteste Fanclub der Welt. Wir animieren das Publikum zu affenmäßiger Feierlaune. Aber erst müssen wir uns warm klatschen. Pass auf. Hörst du ein Wort dreimal, klatschst du viermal. Los, bitte nachäffen. 1, 2, 3, 4. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hep, hep, hep. Hep, hep, hep. Das war nicht schlecht. Jetzt der nächste Trick. Hörst du das Wort irgendwie, äffe uns nach. Los, aufs Stichwort. Überhaupt nicht nervig. Aber hey, wir haben es geschafft. Jetzt geht's richtig los. Perfekto. Achtung, die Show geht los.
Magi, Magi, Magi. Dann wären wir ein Paar, du und ich, so für immer irgendwie. Bin ich verliebt, mein Herz ist happy, happy, happy. Schon irgendwie. Liebe, 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 oh. Viel mehr als zuvor. Irgendwie. Hey, hey, hey. Oh mein Gott, Pleitenpech und Pannen, das lief nicht so gut. Die Affen haben mich ganz finster angeguckt. Hoffentlich reicht's noch für einen Superb. Ich glaube aber irgendwie nicht. Tolle Vorstellung. Und das saß irgendwie perfekt. Na gut, noch 6 Punkte drüber hinaus, das ist schon okay. Gibt aber nur 3 Münzen, den Stern habe ich auch nicht bekommen. Ihr seid die besten Fans der Welt! Na dankeschön. Freut mich zu hören. So, als nächstes kommt Klopsarbeiter aus dem Wii-Teil. Transportiere Lasten von links nach rechts. Dein Vorarbeiter zeigt dir, wie die Arbeit swingt. Pass auf, ich erkläre dir, wie wir hier arbeiten. Du springst mit A, so transportierst du Zeug. Ist gar nicht schwer, mach's einfach nach. Na, das ist ja mal easy, das kriegen wir hin. Bravo, genau so muss das laufen. Jetzt die schweren. Drücke B für große Sprünge. Sehr gut, du machst das fast wie ein alter Hase. Also dann, zeig mir mal, was du so kannst. Alter Stern, das war schon ein bisschen fies, da musste man sehr genau hinhören und sehr genau timen. Der Vorarbeiter kommentiert, eine gute Transportleistung. Und die Schweren hast du gut geschafft. 93 Punkte, eine solide Leistung. So, eben erreichen wir den Klopsplaneten. Warum auch immer. Okay, Zeit für ein brandneues Minispiel, es ist...
Das Zirkusäffchen, ein Affe. Es muss ja irgendwann so weit kommen, Affen. Das große Finale unter dem Zirkuszelt. Dieser Akrobat fühlt sich in der großen Höhe völlig sicher. Zeit, dass du dich als tierischer Akrobat beweist. Auf Kommando greifst du zu und hältst dich fest. A drücken, gedrückt halten. Auf das Kommando springst du dann los. A loslassen. Üben wir das mal an ein paar Elefanten. Na gut, kleiner Patzer am Ende, aber hat doch ganz gut geklappt. Gut gemacht. Als nächstes übst du an der Giraffe. Die Giraffe. An der Giraffe musst du dich etwas länger festhalten. Auch kein Problem für unseren Super Monkey. Du hast es geschafft. Genauso läuft es auch, wenn es ernst wird. Und jetzt wird es ernst. Wow, was für ein angsteinflößender Gorilla. Nee, das Gesicht, das macht mir echt ein bisschen Schiss, Leute. Ich glaube, ich muss mal für kleine Jungs. Gut gesprungen und du warst unglaublich mutig. Okay, ich habe einen kleinen Fehler am Anfang gemacht, aber da gibt es immer noch 94 Punkte für. Nicht schlecht, Herr Specht. Ein fulminanter Erfolg. So gut, ich denke aber für den Remix hätten wir auch noch Zeit. Ein wilder Mix aus den vorherigen Spielen und der Beweis. Donuts sind ganz einfach delikat. Dann wollen wir uns das auch nochmal antun. Miam, Donuts! Lecker! Ich hab gedrückt. Yay, drei grüne Schimmeldonuts und ich habe mehr als einen Fehler gemacht, vermaledeit. Gute Grundlagenbeherrschung und du hast dich an die Vorlage gehalten.
Aber dennoch 90 Punkte. Ich beschwere mich nicht. Hurra, so viel auf einmal! Hey, nicht alle so warm essen, werdet ihr voll dick von. Kriegt ihr Plauze. Miam, der Donut-Turm erstrahlt in altem Glanz. Er sieht so groß und so robust aus. Jetzt kann ich auch seine Kräfte wecken. Vielen, vielen Dank dafür. Als nächstes gehen wir dann, ja, in dieser Folge gehen wir nirgendwo mal hin, aber ich weiß noch nicht, wo ich als nächstes hingehen werde. Bestimmt wieder irgendwo hin, wo es alte Minispiele gibt und dann wieder wo es neue Minispiele gibt, dass ich da so ein bisschen variieren kann. Also, vielen Dank fürs dabei sein, Leute. Ich hoffe, ich sehe euch in der nächsten Folge wieder. Schreibt doch mal einen Kommentar, ich würde mich sehr darüber freuen. Und dann sage ich halt, bis bald. Tschüss.